weglaufen, wenn ihr den Pokal habt. Warten, bis alle fertig sind und dann gehen wir alle zusammen nochmal dahin. Jede Mannschaft oben drauf. Es gibt ein schönes Erinnerungsfoto, wenn der Bundesliga-Talk steht und ihr seid da drauf. Ja, denke, das ist eine tolle Sache. Die Trainer und die Mannschaftskapitäne werden das organisieren, dass wir das da vernünftig hinkriegen. Mario, unser Fotografierer, dann, wenn wir da reingehen, ne, macht er das und dann haben wir dann ein schönes Bild. Beiden B-Mädels, dann hier in die Runde. Guckt mal da, wo die Tische stehen, dass ihr euch da so positioniert. Und bis ich dann alles organisiert habe. Moment. Und dann habe ich aber trotzdem noch was. Zuerst Olaf nämlich. Warten, willst du hier haben? Warten. Wo ist denn der Herbe? Also. So, mach Mikro aus. Mikro aus, soll ich machen? Ja, weil ich denke, was kann jeder hören. Jetzt warten noch, bis die beiden Trainer, Betreuer hier oben sind und dann ist es natürlich an der Reihe, die Ehrung zu machen, weil Ehre den Ehre gebührt, weil ihr habt heute dafür gesorgt, egal ob jetzt als Sieger oder als unterlegene Mannschaft, dass ihr den Frauen, den Mädchenfußball, die E-Jugend toll mit ihren Spielen, für uns toll den Jugendfußball präsentiert habt, eure Vereine gut dastehen lassen habt, ne, und vor allem mal gezeigt habt, dass ihr echt super Fußball spielen könnt und somit auch verdient in den Endspielen seid. So, wenn jetzt alle da sind, ist natürlich Farb auch mal Danke zu sagen, weil das gehört dann nun mal dazu, nicht nur euch, ihr habt super gespielt, ne? Aber ihr könnt auch jetzt mal einen kleinen Dank geben an eure Trainer, an eure Betreuer und die, die euch fahren, an eure Eltern. Ein großer Applaus an die anderen. Jetzt sind die Eltern, die Betreuer und Trainer da dran und den Zuschauern natürlich einen großen Applaus an die, die hier vorne toll gespielt haben. Ne? Ja, herzlichen Dank natürlich an den Ausrichter heute, den SV Buchenberg, der nicht nur heute dran ist, sondern gestern schon eine Veranstaltung hatte mit dem Bundesliga-Talk und dem Schiedsrichter-Thema und natürlich auch Rassismus, Gewalt gegen Gewalt und auch das Thema, die Null muss stehen. Morgen ist er wieder dran. Morgen sehen wir dann die Spiele der D9-Junioren, der C-Jugend, B-Jugend und der A-Jugend. Also morgen geht es nochmal richtig ab. Ne? Also wer morgen Lust hat, guten Fußball zu sehen, außer heute, also morgen auch noch guten Fußball, ist natürlich wieder herzlich eingeladen. Ich habe mich heute hier als Gast gefühlt, das weiß ich, geht morgen auch wieder. Ich bin satt geworden, ihr seht's. Es gab was zu essen, was zu trinken. Ja. Natürlich auch Danke, muss man auch sagen, an die, die die Spiele auch geleitet haben. Deshalb herzlichen Dank an die Schiris, auch einen großen Applaus für die Spielleitung. Und da hat der SV Buchenberg natürlich auch gesagt, wenn sie schon mal pfeifen, dann bekommen sie auch gleich eine Ehrung. Machen wir gleich durch den ersten Vorsitzenden Bernd Backhaus. Und natürlich auch Danke an die Sponsoren. Ja, das ist zum einen die Waldecker Bank, ihr seht, ohne die wären die vielen Medaillen und Pokale nicht möglich. Und natürlich an den Landkreis Waldeck-Frankenberg, der unsere Waldecker Pokale sponsort. Herzlichen Dank auch an die Berichterstattung. Olaf Rudek, jeder Dank, Radio. Und natürlich an Peter Bauschmann, unseren Ehrenkreisfußballrat, der ist glaube ich schon weg, der die Berichterstattung für die Printmedien macht. Auch dir, Peter, nochmal herzlichen Dank. Und jetzt seid ihr dran. Wir wollen mal mit den E-Junioren anfangen. Ihr habt jetzt heute lange gewartet, ne? Euch das 8-Meter-Schießen hat ein bisschen gedauert. Bernd, 2, 3 Sätze und die Ehrung für die Schiedsrichter, bitte. Genau, die Ehrung für die Schiedsrichter ist das, was ich sage. 2, 3 Sätze zu euch. Wiederhole den Joachim nicht. Ja, weil alles gesagt ist, was zu sagen ist. Möchte ich hiermit nochmal kurz einladen. Ich habe es gesagt zu unserer Veranstaltung am 8. Juli. Jetzt steht ihr alle hier. Ihr fallt alle genau in die Altersklasse. Gebt Gas bei der, bei der Anmeldung. Müsst ihr vielleicht heute Abend noch machen, mit den Eltern mal besprechen. Also hier wird es ein tolles, super Training geben.
Da kann nur jeder lernen vom Deutschen Fußballinternat. Bitte kommt, nehmt die Chance wahr. Es gibt nur zwei davon in Deutschland, eins hier in Buchenberg und ich denke von Landau, Wolfhagen und so weiter bis nach hier ist so weit nicht zu fahren, dass ihr kommen könnt. Ich würde mich freuen, euch alle wiederzusehen. Und die, die ich denn gerne auch immer wiedersehen möchte, sind unsere Schiedsrichter. Einer davon war gestern beim Bundesliga-Talk, der andere musste zu seinem Chef leider auf der Silberhochzeit. Nichtsdestotrotz, er wird morgen auch nochmal pfeifen. Bitte den Herbert Mütze und den Björn Hasek nochmal hier nach vorne. Danke. Danke, Björn. Und für euch haben wir so eine kleine Erinnerungspasse von dem heutigen Tag, weil sonst die Schiedsrichter kriegen immer nichts, außer Würstchen. Aber die wollen ja auch mal eine Erinnerung haben, so wie ihr den Pokal habt. So bekommen sie eine Tasse hier als Erinnerung an ihr Endspiel um den Waldecker Pokal hier in Buchenberg. Danke euch zweien und Herbert meint morgen nicht. Und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass ihr weiter uns zur Stange bleibt. Beim Kollegen, nimmst du mit oder lässt du anderen Linken? Alles klar, Sauber ist morgen wieder da. Okay. Passt schon. Ja, jetzt danke, übergebe ich an den Joachim. Ja, jetzt sehe ich natürlich auf die Seite. Bernd, was hat man mit den Äpfeln auf sich? E-Äpfel. Wir denken ja auch ein bisschen an die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler. Ne, Vitamin, gerade nach dem Spiel. Es ist für jede Mannschaft sind zwei Säcke, also Beutel, ja, mit frischen Äpfeln. Wenn der Joachim die Ehrung durchgeführt hat, und dann könnt ihr euch jeder Mannschaft einen Sack nehmen, zwei Säcke nehmen. Es sind 12, das muss aufgehen. Und wenn ihr das genommen habt, gibt es euren Trainer oder Betreuer und dann gehen wir zusammen da rein und machen das Foto. Also beim Joachim vorbeigehen, zwei Säcke in jede Mannschaft. Perfekt. Ja, kommen wir natürlich jetzt zu den Akteuren, die heute für die tollen Spiele gesorgt haben und die eigentlichen Helden heute sind, nämlich dann alles Pokalhelden. Wir haben fangen an mit den E-Junioren und wir haben ja gesehen, dass beide Mannschaften nicht unverdient so eng in der Liga unterwegs sind. Ne? Das war heute eine knappe Entscheidung, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Auch wenn man den Spielverlauf so sieht, beide haben sich nichts geschenkt. Ne? Aber wie es immer so ist, am Ende kann immer nur einer der Pokalsieger werden. Aber der zweite darf auch nicht traurig sein. Wie in jeder Altersklasse auch, muss man erstmal einige Mannschaften hinter sich lassen, um überhaupt im Endspiel zu landen. Und das habt ihr beiden Teams toll gemacht. Ihr habt tolles Spiel gezeigt, ihr habt es nicht aufgegeben, habt toll gekämpft und habt dann natürlich gesagt in der Serie, ja, einmal gewonnen, einmal verloren, also machen wir das Endspiel unentschieden und gehen einfach mal in das sogenannte 8-Meter-Schießen. Unglücklich, wie beim Elferschießen, sieht man es ja in jeder Liga, in jeder Entscheidung, ob EM oder WM, ja, einer muss nachher dann gewinnen, das ist dann wirklich so. Da ist das Glück dann auch immer auf irgendeiner Seite. Deshalb, wie gesagt, nicht traurig sein. Riesenapplaus für die JSG Landau oder Bad Arolsen Landau, so rum heißen sie, für den Vizetitel. Das habt ihr toll gemacht. Und der Torhüter. Ja, Hand muss man immer, aber hat keine Handschuhe an. Ne? Als kleine Erinnerung, ne? Für jeden eine Medaille und ein kleiner Pokal, den könnt ihr in den Sportheim stellen und natürlich auch der Wimpel, der dazu gehört. Ich gebe es jetzt einfach mit, dann könnt ihr das umhängen, ne? Ja, natürlich, du musst, warte. Oh, verdammt. Da rein sagen. Wir bedanken uns für den Pokal und die Veranstalter mit einem dreifachen Tuss! Ja, wo natürlich? So, nochmal kurz Ruhe. Halt noch ganz viel kurz. Halt.
natürlich, wenn man ein Spiel hat, gewinnt auch einer. Der Pokalverteidiger vom letzten Jahr hat gesagt, natürlich, wir setzen alles auf die Karte Wiederholung des Pokalsieges. Also, riesen Applaus für unseren Wallige Pokalsieger der E-Union im Jahr 2023 für den TSV aus. Dorbach, natürlich. Du bist ein Torhüter, zufällig, ja? Die nimmst du auch wieder mit? So, und jetzt müsst ihr natürlich auch noch was sagen, ne? Da ist die Kamera. Wir bedanken uns für die Turnierleitung und den Schiedsrichtern. Ach so, war schon. Gut. Was sind wir? Ja, kommen wir zu den Mädels. Auch die Mädels haben es. So, seid doch mal kurz leise, bitte. Weil wenn wollen wir ja alle verdient ehren. Bitte mal leise sein. Und auch gewissen Respekt, weil alle anderen Mannschaften wollen natürlich auch geehrt werden. Ne? Okay, kommen wir zu den Mädchenmannschaften heute. Die haben natürlich auch wieder gezeigt, dass der Mädchenfußball weiterhin auf gutem Niveau ist. Schade nur, dass wir heute bei den D-Mädchen den eigentlichen Endspielteilnehmer von Korbach nicht sehen konnten, ja, weil sie nicht angetreten sind. Aber nicht so schlimm. Andraf hat gesagt, wenn die nicht wollen, dann machen wir einfach mit der zweiten Mannschaft gehen wir an den Start. Haben gezeigt, dass ihr ein tolles Team seid, haben super Fußball auch gezeigt und wie kommt's? Eine zweite Mannschaft gewinnt. Ne? Das ist dann nun mal so. Aber wir können jetzt alle beide ehren, weil das haben sie toll gemacht. Wie das nachher aufteilt, aber nehmen wir erst das Team der ersten Mannschaft. Hier war die erste, ne? Als Erinnerung für die Teilnahme. Und dann großen Applaus für die zweite Mannschaft. Ja? Erste Torhüter. Der andere kommt noch. Der ist nur verschwunden für einen Moment. Markus geht denn. Ja, na komm, holt euch einen Pott. Willst du nehmen? Ja. Dann gib mir mal den kleinen. Ja. Ihr könnt auch nach vorne kommen, ne? Und dann denkt dran, du müsst auch noch ein Sportgut loswerden, ne? So, und da ist die Kamera. Wir bedanken uns für den Pokal. Wir sind die Jugend von Elf Das geht ab, Andraf hat den Waldecup, den Waldecup. Hey, das geht ab, Andraf hat den Waldecup, den Waldecup. Hey, das geht ab, Andraf hat den Waldecup, den Waldecup. An dem Text muss man ein bisschen arbeiten. Okay. Ja, jetzt einen Moment noch zuhören, weil jetzt kommen die B-Mädels dran. Ja, bei den B-Mädchen. Warte mal ganz kurz. Jetzt kommen eure Kollegen. Bei den B-Mädchen hat man gesehen, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, das wird ein enges Spiel, weil das Ergebnis nachher mit 8:3 war ein bisschen hoch ausgefallen. Ja? Bitte? Ja, ich habe eins unter den Tisch fallen lassen extra. Aber okay.
Nichtsdestotrotz habt aber die Mannschaft von Anraff gezeigt, dass sie sehr gut spielen. Ich glaube, wenn es ganz 18 Minuten gedauert hätte, wäre es noch nicht so hoch ausgefallen. Aber ihr habt ein tolles Spiel gezeigt. Ihr habt einfach eine tolle Anlage auch gezeigt, dass sie mehr können. Ihr hattet nachher halt bei den Torergebnissen ein bisschen Pech gehabt. Das ist dann manchmal so. Aber trotzdem habt ihr einen tollen Fußball gezeigt. Deshalb auch einen Riesenapplaus für unseren Waldecker-Pokal-Spitzentitel. SV Anraff, nicht ärgern, war ein tolles Spiel. Tolle Werbung für den Mädchenfußball, was sie gezeigt hat. Und nicht aufgegeben, das ist entscheidend. Ne? Und ich nehme noch Warte, ja, okay. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die für uns hierher gefahren sind und für die Gastgeber, die hier so ein tolles Event gemacht haben. Was sind wir? SV Anraff! Ja, somit haben wir natürlich auch bei den Mädchen einen Waldecker Pokalsieger für das Jahr 2023 von der MSG. Herzlichen Glückwunsch! Torwart? Hat sie versteckt, ne? So, kommt nach vorne, herzlichen Glückwunsch! Da ist die Kamera. Wir bedanken uns bei unseren Trainern und den Sponsoren mit einem MSG Landau! So, eine gute Heimreise und macht bitte weiter. So bleibt der Fußball für euch. Dankeschön, bis morgen. So, und das hat nicht oh, bei mir, aber guck dir die Gesichter an. Ein Traumfoto.